Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Nackenmassage. Schon mal hier rein. Eine höchst moderne Kapsel. Ja. Der Koffer muss jetzt bestimmt ins Staufach. So, und nun? So, und wohin jetzt damit? Na, da rein. Na, geht doch. Die bekommen wir mal jetzt sicher nicht rein. Was hab ich da rausgeholt? Mach mal wieder zu. So. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und müssen wir den Sitz ausbauen? Schraubenschlüssel, ne? Da kommt doch wie gerufen. Moment. So. Jetzt? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ich weiß es nicht. Wo soll er dann sitzen? Haben wir da noch irgendwas? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ach, der hat hier die Harpune mit der Kapsel verbunden. Oh Mann, wenn ich das schon sehe, da... Das kann doch gar nicht gut gehen. Hey, bei uns was zu sagen hat. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Glaubst du auch, dass es eine Sillion... Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ja, du faule Sau. Ich gehöre dahin. Da passt ja perfekt, Marlin. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Schau ich nochmal in die Hütte rein, ob ich irgendwas finde. Ja, wir brauchen einen Sitzersatz, wo die Batterie reinpasst. Es gab hier unten auch noch einen Ausgang, jetzt schaue ich mal da raus. Ah ja. Hallo, ist da jemand? Hallo. Autsch, heiß. Natürlich, Chilischoten sind so heiß, dass man sie nicht anfassen kann. Briefkasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Für was haben wir denn unseren Allround-Schraubenschlüssel mit dabei? Hanek, gehen wir mal Hallo zu Hanek sagen. Hallo, Hanek. Hi, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Warum ist denn der Tunnel wieder gesperrt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Toni, wo ist Toni? Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Eine treffende Beschreibung für eine Ex-Freundin. In ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Der muss ja einen richtig guten Ruf inzwischen haben auf Deponia, wenn schon jeder weiß, dass der keinen Finger nicht bewegt. Schreib dir eine Karte. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das.
Von dem erfragen wir auch nicht mehr. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Ja, haben wir auch nichts. Na gut, dann gehen wir mal wieder zu dem provisorischen Raketenstartplatz. So. Da ist auch nichts drinnen. Da haben wir der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Nee, oder? Das wird doch nicht der Briefkasten sein. Moment. Tatsächlich. Passt. Passt. Ja. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Das passt doch perfekt, oder? Das sieht doch überhaupt nicht unprofessionell aus. Das sieht ja bombenfest aus. Kann doch nur gut gehen. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Seit Montag, ja. Ist ja erst Dienstag heute. So, Harpune kalibrieren. Oh. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Aha. Reset-Knopf, also wenn wir uns vertun, dann können wir wieder resetten. Ach, solche Spielchen ist es. Aha. Und jetzt? Ach. So komm ich. Na? Springt ja richtig. Na, jetzt mach. Ach. Knapp daneben. Ach, um ein Feld, das gibt's ja nicht. Komm jetzt. Dass auch ausgerechnet die beiden Richtungen blockiert sein müssen. Aber jetzt. Yes! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und... Bam! So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Oh, oh, der Drache. Eine natürliche Abwehrreaktion des Mannes. Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Ach, da freut sich jemand. Tu mal ein bisschen
bisschen charmant sein. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Oh, ist die nett. Die ist so nett zu uns. Nee, ich nehme dich nicht mit. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Selbstverständlich. Bekommst einen Brief von meinem Mann bald. Das ist der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, jetzt zünden wir mal gleich an und verschwinden hier. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Ab in die Kapsel. Da kommt unsere Freiheit. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Oh nee, du das nicht. Geehrter Herr... Der Freund, komm schon. Sie bla 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 bla. Der Zug ist da. Leider verzögert sich die Lieferung ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Was, es fehlen Schrauben irgendwo, aber wo? Schrauben? Ja, genau. Das war doch offensichtlich. Oh, die ergötzen sich ja dran. Oh, ist das angenehm. Rückenmassage vom Feinsten. Oh, wir sind da. So. Oh. Der hat wohl einen schwarzen Gürtel in Karate oder so. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Ja. Wie geplant. Auch wenn es ein bisschen... ja, wie sagt man da, unprofessionell ausgesehen hat. Aber wir sind an unserem Ziel. Socken sind natürlich ganz wichtig, dass wir die Socken dabei haben. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Okay, nein. Was können wir da machen? Ein gut geöltes Getriebe. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Moment. Der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Dafür war der Seitenschneider. So etwas wie... Scheiße. Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? So dumm ist hier Rufus gar nicht, wie er aussieht. Ne? Er hätte ja einen Seitenschneider eingeplant. Aber nein, wir mussten es ja verhindern. Jetzt, Moment, ich probiere jetzt mal so. Ah. Oha. Okay. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ah, ich habe eine Idee. Moment, jetzt probiere ich das mal so. Aha, jetzt. Hallo? Okay. Jetzt haben wir einen improvisierten Seitenschneider. Oha, was kommt denn da? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Und da darf wohl. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann?
Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment,